Öffentlichkeit 4.0 steht für das neue Medienökosystem, das entsteht. Die Art und Weise, wie wir Medien produzieren, auch wie wir Medien konsumieren, verändert sich radikal. Heute wird praktisch jeder zum Medienproduzent. Und entscheidend ist jetzt das Zusammenspiel zwischen den ganz vielen Medienproduzenten. Gewissermaßen findet heute Medienproduktion im Netzwerk statt. Die neuen Technologien eröffnen sehr viele neue Möglichkeiten, weil es heißt ja, dass wir neu sehr viele technische Mittel haben, um ziemlich günstig neue Inhalte zu produzieren. Eigentlich das, was wir machen, ist nur noch durch unsere Fantasie begrenzt. Das heißt, die Technologie wird immer billiger, eigentlich für jeden verfügbar. Und so bleibt das Limit nur noch die Ideen, die wir haben, was wir daraus machen. Innovation bringt man heute ins Unternehmen, indem man die Innovation gewissermaßen an die Kundschaft auslagert. Das heißt eben Plattformen schafft, wo ganz viele Leute mitwirken, mit Ideen entwickeln können. Heute findet Innovation auch von den großen Unternehmen, findet eigentlich außerhalb von den Unternehmen statt. Facebook zum Beispiel ist das größte Medienunternehmen der Welt und die Contentproduktion passiert alle bei den Nutzern. Wenn Inhalte Zukunft immer mehr in Netzwerken hergestellt werden, dann gehört in Zukunft zu den Fähigkeiten der Journalisten eben genau diese Fähigkeit zu moderieren zwischen den ganz vielen verschiedenen Inhaltsproduzenten und Konsumenten. Diese Fähigkeit wird genauso wichtig wie eben auch die Fähigkeit, Content herzustellen. Die Aufgabe der SRG als Werkzeug der Demokratie wird insofern wichtiger, als dass wir heute erleben, dass die Meinungen immer mehr auseinanderwachsen, auch die Extreme. Und gerade darum, in einer hochfragmentierten Meinungswelt wird es wichtiger, eine unabhängige Institution zu haben, die in der Lage ist, diese verschiedenen Diskurse wieder zusammenzuführen. Innovation findet vor allem in Netzwerken statt. Da geht es dann darum, dass man sich eben öffnet für neue Partnerschaften mit Unternehmen, aber auch Partnerschaften mit dem Publikum und da offene Plattformen schafft, wo Experimente stattfinden können. Wir sehen auch, wir sind am Ende der großen Pläne. Es braucht eigentlich mehr Experimente, aus denen dann sich herauskristallisiert, was in Zukunft Erfolg haben wird und was nicht.